Gut, ich würde aber sagen, wir tun hier mal was anderes. Und zwar Bayonetta 2 spielen. Beim letzten Mal haben wir hier das Spiel begonnen, haben das Mini-Tutorial gemacht, haben den Prolog gemacht, wo alles kaputt ging. Sind nach Noatun gegangen, wo alles unter Wasser stand und wollen nun zum Gedächtnis der Zeit. Ich glaube, wir haben am Ende des letzten Streams ja schon soweit alles ausgerüstet und so und auch geguckt. Ich glaube, kämpfen kann ich auch wieder. Wer schießt eigentlich? So, our fates and our paths cross once again. Fleur de la Reine, Maid of Nerin, also known as Diamond Lilies, I think. The name Nerin is derived from the Nereids, or sea nymphs. Quite appropriate for this city. Luca? Will you quit calling me that? I'm not a pet or a cat. Oh, wait, you said Luca. Not used to that. How are you, Bayonetta? No matter where I am, you always know how to make an entrance. Nice glasses. Oh, these? Rodan has a soft spot for Shinshu sake from Japan. It was an easy trade to get him to make these for me. And don't get it twisted, Bayonetta. I'm not stalking you, this time at least. Look, I know you've got nothing but secrets. Hell, that goes for anyone, right? But if there's one thing I've learned in my line of work, it's when I found you, I found the story. What on earth are you on about this time? Don't act dumb with me. You know the story better than anyone. The Umbra Witches and the Lumen Sages, two clans that wielded incredible power just 500 years ago. Clans of the Overseer, watching over us all with the eyes of the world, the power to govern light and darkness. But now I know that there really was an Overseer. And this Overseer is the one who created the eyes of the world for humanity, the same ones that the clans held on to so hard. The Overseer was the true creator, the true god of the human realm, the god of chaos. The god of chaos? From what my research has told me, that god used to live right here in Noatun. That's why this place has gateways to each realm of the Trinity of Realities. La Porta del Paradiso, the doorway to heaven, and La Porta del Inferno, the real gates of hell. Listen, I heard about John. What the? Some squirrels get all the nuts. You're a lucky little fella, huh? Never took you for an animal lover, Bayonetta. What can I say? I took a liking to one of the locals. So he's your little tour guide, huh? Look, I know this isn't the time to chat. Let me see what I can find out to help you. Just don't stick your nose where it doesn't belong, Cheshire. Don't you worry about my nose. I can smell trouble when I see it. You just take care of yourself. Oh.
Okay. Den habe ich schon wieder ganz vergessen, dass es den auch gab. Ich habe mich gefragt, so, kennt man den aus dem ersten Teil? Hm. Anscheinend ja. Und er war, glaube ich, auch damals schon ein Idiot. Also, nicht ein Idiot, weil er blöd ist, sondern ein Idiot, weil er wirklich, wahrscheinlich wirklich nicht viel im Kopf hat. Aber er ist zumindest unterhaltsam. So, was müssen wir hier machen? Gegnerische Waffen einsetzen. Okay. Ich nehme mal eine mit. Das sah schon nice aus. Das ist aber teilweise wie so ein... Oh, ich habe gar keine mehr. Ja, ach, da so war ich aus. Nice. So cool. Ich muss gerade erstmal wieder mich dran gewöhnen, wie man das Spiel überhaupt spielt. Oh, nice. Eine weitere Mondperle. So. Dann wieder raus. Und weiter gucken. Oh, das sieht auch cool aus. Einfach spontan neue Attacken gelernt. So. Wir wollen uns hier weiter umschauen. In irgendeine Richtung muss ich ja hier. Und gucken, ob ich hier irgendwie noch was Cooles finde. Oder einfach nebenbei die Stände kaputt haue. Und jetzt ist auch so, hallo? Frau, nackte Frau? Bitte zerstören Sie nicht meinen Stand. Dann wiederum, man kann uns eh nicht sehen, also kann ich tun, was ich will. So. Haben wir hier unten noch was Schönes versteckt? Oder ist das zufällig der richtige Weg? Gunnozahl, danke für 18 Monate Treue. Super geil von dir. Ein Hexenherz. Ja, stimmt, unter Wasser kann ich nicht sprinten. Wäre ja auch seltsam, wenn man so einen Panther unter Wasser hätte. Dann lieber einfach nur eine Hexe unter Wasser. Okay, dann haben wir sonst nichts weiter. Dann wieder nach oben. Sie sticht sich schon die ganze Zeit mit den Schwertern einfach in den Hintern, oder? Jetzt, wo ihr es sagt. Sieht schmerzhaft aus. Oh, hi. Erzengel der dritten Sphäre. Enrapture? Was bedeutet das? Au! Habe ich den gerade einfach durchgeschnitten? Okay. Kann man mal machen. Meine Güte. Moment. Habe ich den nicht gerade eben noch durchgeschnitten? Okay. Dann halt nicht. Ich bekomme teilweise gar nicht mit, was ich hier so für Sachen mache. Entzücken oder hinreißen? Ah. Oh. Da läuft er weg. Da weiß ich schon mal, wo ich gleich nicht hingehen möchte. Dann schauen wir mal hier, ob ich noch was finde. Ich habe mal da rechts noch ein Buch gesehen. Oh, was haben wir da? Lila Schmetterling. Dieser Stein in Form eines Schmetterlings besitzt magische Kräfte. Füllt die Zauberkraft bei Erhalt sofort wieder auf. Praktisch. Ach, da ist das Buch. So, Gesetze der Natur. Ein Erinnerungsfragment, das dem Autor scheinbar unbemerkt abhanden kam. So, egal wie viel Wohlstand uns Fortschritt bringen mag und egal welch scheinbare Weltordnung auf unserer Kultur begründet liegt, wir werden die Gesetze der Natur nie gänzlich überwinden können.
Vor 500 Jahren ereignete sich eine gewaltige Katastrophe, die den Bewohnern Nordtuns aufs Neue Furcht vor den Naturgewalten lehrte. Eine riesige Flutwelle soll fast die ganze Stadt verschluckt haben. Was die Flutwelle auslöste, bleibt ein Rätsel. Manche spekulieren, dass ein Unterwasservulkanausbruch Schuld an der Katastrophe war. Doch was auch immer sie tatsächlich verursachte, die Wahrheit darüber wurde mitsamt den Trümmern der Stadt auf den Meeresgrund gespült. Betrachtet man heute die ruhige See, erscheint einem die Geschichte unvorstellbar, aber anscheinend bildeten sich nach der Flut in der Bucht Wasserstrudel, die Menschen wie Schiffe mit in die Tiefe rissen. Okay. So. Ja, der Typ hat ein Millenniums-Puzzle. Okay. Einfach mal durchs Wasser laufen. Where did you learn that trick, little one? I've never seen a witch or a sage, for that matter, pull off something like that. Come on, love. You think I'm just going to tell you my secrets when I don't even know whose side you're on? All right. It seems I can control the remembrance of time. That's a big deal here. It seems? I mean, no. I got nothing else to say, love. The remembrance of time. What's that you're looking at? Right, let's go. I've got a party and I've no intention of being late. Okay. Oh, Moment, ich leuchte, das heißt, ich kann Wand hochlaufen? Nein. Ich dachte, ich habe gerade irgendwie Hexenkräfte oder so. Aber ich leuchte einfach nur so, weil es Spaß macht. Was war das mit den Raben? Gefangen. Oder Umbra-Krähe. So. Pfad der Auserwählten. Während meiner Recherche in der Stadtbibliothek habe ich versteckt hinter verstaubten Wälzern ein altes Wandgemälde entdeckt. Es zeigt den heiligen Berg Fimbulwelt-Wettre und einen Pfad, der zu seinem Gipfel führte. Der Weg führte zu einer rampenähnlichen Struktur im Zentrum Nordtuns über die Basilika durch die Kathedrale der Kaskaden zum Gipfel. Ist das Gemälde authentisch, so bestätigt es, dass es einmal einen Weg gab, der die Stadt direkt mit dem Gipfel verband. Die Skulptur selbst ist jedoch nur ein Schatten ihrer einzigen Pracht. Dieser Fund steht allein noch nichts Weltbewegendes da. Ganz anders aber das nächste Wandgemälde, das ich entdeckte. Auf ihm sind Menschen abgebildet, die an einer Skulptur emporlaufen. Ich dachte schon, die frische Seeluft wäre mir zu Kopf gestiegen, doch die Szene auf dem Gemälde ist eindeutig. Menschen laufen in einer Art Parade senkrecht die Skulptur hinauf. Sind das die Auserwählten, von denen mir der Alte erzählte? Diejenigen, die auf dem geheimnisvollen Pfad wandeln können, der zum Gipfel des Fimbulwelt-Wettre... Ich kriege den Namen aber nicht hin. Auf dem der Gott auf sie wartet? So, dann weiter hoch. Vielleicht darf ich auch gleich irgendwo noch. Oh, war Climax, nice. Sah schon nice aus. Na, das war nicht ganz so gut ausgewichen. Oh geil, ich darf ihm reiten. Habe ich ihn gesteuert jetzt? Oh, nice. Einfach in die Erde knallen. Oh, eine Platinmedaille. Nice.
neue Waffen. Sind jetzt einfach oben gespawnt? So, machen wir die mal kaputt. Oh, geht gar nicht kaputt, wenn ich nichts damit treffe. Interessant. So, hier. Und davon geht die auch nicht kaputt. Wo ist die neue Waffe gespawnt? Ach, da. Haben wir eben eine Zeitreise hier gemacht oder so. Da haben wir noch ein paar Lutscher drin. Und noch mehr Lutscher. So, was haben wir hier? Die goldene LP der Engelswimmel, Wilhelm Tell Overtüre. Ist da ein Bogen drauf? Oh, hi. Alter! Da wurde ich ordentlich gegangbangt. Oh, nice. Erstmal auspeitschen. Natürlich kann man nochmal runter. Ist der immer noch nicht tot, der eine? Als ob der so viel aushält. War ja auch von allem gerade getroffen hier. So. Darf ich jetzt seinen Kumpel einfach hier vernichten? Meine Güte. Ja, richtig auf die Fresse bekommen. Yikes. Der Schaden. Aber ja, wir haben zumindest eine neue Waffe bekommen. Können wir uns ja hier mal anschauen direkt. Was? Ja, das ist schön für dich. Lass mich erstmal zum Tor der Hölle gehen. Another LP. No rest for the wicked. Even if I am jollier than the average demon. But no need to pity me. I was bored anyways. Be right back. This one's gonna be fun. Been looking for a workout like this for a while. Ta-ta. You know how they say life's a bitch? Try being dead for a couple millennia. Makes a demon cranky as shit. Don't think this demon will be complaining anymore. Wir haben Kafka bekommen. Und noch eine neue Variante wahrscheinlich auch noch. Für die ich kein Geld leider habe. Außer, du hättest noch ein Amiibo für mich. Aus dem Wohnzimmer? Yes. Oder willst du den Joker haben? Gib mir den Joker. Ich muss aber einmal kurz die Kamera abdecken. Okay, Moment. So. Reicht dir eine? Kannst mir auch gerne noch zwei, drei geben. Heute ist ja übrigens der Joker-Amiibo rausgekommen. Den haben wir auch direkt mal bekommen. So. Mach dann wieder an. So, nehmen wir erstmal unseren Pixel-Link hier. Ein Paket aus Hyrule. Jede verdammte Seele wird wohl diesen Namen kennen. Eine Menge Geschichte, eine Menge Legenden. Ja. 4000. Schade. Mal gucken, ob dieser Knospen ein paar mehr hat. Aus dem Kampf rein. Ja, immerhin 8000. Ja, das haben wir sogar schon genug für das Ding. Aus dem Kampf rein. Nochmal 8000. Übrigens, der Joker. Sieht schon nice aus. Auch aus dem Kampf rein. Ja. Auch nochmal 8000. So, und dann können wir uns die... Wobei? Nee, das ist gar nicht das, was ich kaufen wollte. Hier, bei Waffen war das, ne? Oder? Moment. Hast du nicht Kafka? Ah, das ist nur das Outfit. Das ist nicht, dass es nochmal irgendwie extra, dass diese Waffen sich verändern. Egal. Kaufen wir es einfach und gut ist.
Dafür wollte ich auch nur die Amiibos benutzen. Von daher passt's. Bayonetta bekommt endlich ihren Sohn. So. Dann schauen wir noch mal. Steht denn da bei X? Da steht sogar dran, wo die ausrüstbar sind. Pfeil und Bogen, die aus der Seele eines Mannes geschmiedet wurden. Als Strafe dafür, jemanden verflucht zu haben, wurde er selbst in ein schreckliches Insekt verwandelt. Die Seele des Mannes lebt im Rahmen des Bogen weiters. Als Geschosse dienen verfluchte Pfeile aus barbarischen, giftigen Käfern. Huh. Sie tragische Liebe. Ein Waffenset, das den Dämonenschmied Rodan meisterhaft gefertigt wurde. Jede einzelne Schusswaffe trägt ihren eigenen Namen. Preludium, Minuet, Toccata und Nocturnum. In puncto Handhabung und Angriffskraft steht dieses Waffenset Scarabofer in nichts nach. Waren das ihre alten Waffen eventuell sogar? Tragische Liebe eignet sich nicht nur als Standardwaffe, sondern auch als zur Dämonenbeschwörung mittels Hexenflechten. Sie ist zudem speziell zum Einsatz von Umbra Climax geeignet. Mit dieser Geheimfähigkeit der Umbra kann der Träger die Waffe angesammelte magische Energie entfesseln und so die Angriffskraft stärken. So, und Rakshasa. Die Schwerter, die den Dämonengott Rakshasa in sich tragen und von Soma gereinigt wurden. Rakshasas Energie fließt in die Chakren des Trägers in dessen Körper und lässt ihn die Schwerter mit Leichtigkeit schwingen. Hinweis, bei diesem Modell handelt es sich um eine Sonderausführung. Es lässt sich mit Arm und Bein ausrüsten. Okay, nehmen wir einfach mal für eine Weile mal mit. Einen Bogen kann man schwer an den Füßen ausrüsten. Das ist wohl wahr. Oh. Okay. Ist da noch irgendwas? Nö. Dann ab nach oben. Moment, mein Stuff. Einfach schon 1000 Pfeile in ihm drin. Das ist schon witzig, auch aus der Entfernung zu kämpfen. Ah, zu wenig Kombos. Ah, hinter mir. Mal zugeschlagen? Das ist schon witzig. Weggetreten, der Sack. Oh ja, bei dem kann man ganz gut einfach ständig ausweichen. Oh, so viel dazu. Suddenly Breakdance. So. Und tschüss. So, was darf ich hämmern? Das ist eine riesige Kröte. Okay. Ich habe den Krötendämon beschworen. Also Bogen ist ganz witzig, aber greift mir noch ein bisschen zu langsam an. Von daher wechseln wir zurück zu unseren Schwertern.